Diese Ausgabe der Musikzeit führt uns heute nach Mühlbach, einem Bergdorf oberhalb von Gais. Es ist nämlich das Zuhause der Geschwister Niederbacher. Die Familie hat sich ganz dem Singen und Musizieren verschrieben und wir erfahren heute mehr über ihr Leben im Rampenlicht, aber auch über ihren Alltag in Mühlbach. Die Geschichte der Geschwister Niederbacher beginnt Ende der 60er Jahre mit den Brüdern Hans und Walter. Als sich ihre Schwester Linda der Formation anschließt, entwickeln sie den unverkennbaren Stil der Geschwister Niederbacher. Einen wahren Erfolg feiern sie schließlich im Jahre 1970, dank der Teilnahme an einem musikalischen Wettbewerb. Ja, der größte Erfolg war damals aus unserem Studio. Damals in den Reihsendungen, was damals die Reihe ausgestrahlt hat. Seit Jahrzehnten wird in der Familie Niederbacher musiziert. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Denn mit Manfred, Christina, Angelika und Andrea ist nun die junge Generation am Start. Sie tragen jenen musikalischen Stil weiter, den bereits die alte Formation der Geschwister Niederbacher geprägt hat. Ihren bislang größten Erfolg haben sie 2010 verbucht, als sie mit dem Werk »Ein Lied für Mama« den zweiten Platz des Grand Prix der Volksmusik erreichen. Ein Lied für Mama, als kleines Dankeschön. Also für uns war der Grand Prix der Volksmusik eine wunderschöne Zeit. Wir haben mitgetan, wir haben uns eigentlich nichts erwarten gehabt. Und als wir auf Anhieb den zweiten Platz erreichen, hat mir uns eigentlich nie gedacht gehabt. Die Heimatverbundenheit der vier Musiker ist immer wieder Thema in ihren Liedern. Das Mühlbacher Dalile bietet schließlich so manche Inspiration, wie etwa zu diesem Lied. Erfreut, das wird bis tief in die Seele hinein.
tief in die Seele hinein, das kann noch Proben dieser Almenklang sein. Werner Gartner aus Pfalzen ist einer der Komponisten, der seit Jahren für die Geschwister Niederbacher komponiert. Aus seiner Feder stammt unter anderem der Grand Prix-Hit »Ein Lied für Mama«. Um maßgeschneiderte Lieder zu erhalten, ist eine enge Zusammenarbeit mit den Komponisten von großer Bedeutung. Die Harmonie und das Vertrauen bilden die Basis für eine gute Teamarbeit. Ganz genau, deswegen suchen ja wir alle unsere Komponisten aus und beauftragen die dann, wie zum Beispiel in Hubert Leimecker, in Werner Gartner, Heiner Graf ist auch unsere Komponisten und auch der Bruder oder Manfred, der schreibt auch eigene Lieder. Und dann fahren ich und der Manfred in Hubert Leimecker, lernen die Lieder zusammen mit den Instrumenten und dann werden sie also ein Auge genommen und dann werden sie rausgeschickt zum Arrangeur. Und dann macht noch das arrangierte Salz zusammen. Und dann kriegen sie mir retour und dass wir es schön kennen in Lehren. Auch Hubert Leimecker aus Steinhaus textet und komponiert für die Geschwister Niederbacher. Ja, wir haben schon ein bisschen was vorbereitet, wenn ich ein bisschen Lied war in sich Gegend. Da kommen wir her und das den Kids vielleicht ganz gerne einmal rausspielen. Ja, super, fein. Wie funktioniert denn normalerweise die Zusammenarbeit zwischen dir und den Geschwistern Niederbacher? Ja, normal ist es so, eine Produktion wird ja über ein Jahr oder länger vorbereitet. Und dann telefoniert man miteinander und man trifft sich auch einmal. Und es ist meistens so, dass ich das mal komponiere und Text alles zusammenstelle und dann trifft man sich und lernt es miteinander ein. Ich denke mal, das, was mir die Leute erzählen wollen oder so, das müssen sie uns ja irgendwie auch kaufen. Das muss ihnen auch gefallen. Und genau das ist auch das, was uns ausmacht, dass wir einfach dann auch beim Publikum umkommen. Wo die Berge so hoch und die Täler so grün, da kommen wir her, da kommen wir her, wo das Seele weiß grün. In der Stube zu Hause wird das neue Lied schließlich einstudiert. So lange, bis Akkorde und Textzeilen einwandfrei sitzen. Von der Probe bis zum fertigen Studiotitel ist es somit ein weiter Weg. Und das Ergebnis hört sich dann so an. Und stolz auf die Leid, ja, dort zu sein, ich hol da frei, mit Freunden am Tisch, man gern zusammen singt, schien ist, wenn Musik erklingt. Mit Freunden am Tisch, man gern zusammen singt, schien ist, wenn Musik erklingt. Wo die Berge so hoch und die Täler so grün, wo kämen wir her, wo kämen wir her, wo das Edelweiß blüht. Okay.
Der Sommer in Mühlbach ist eine Zeit, in der eifriges Treiben herrscht. Denn die Heuarbeit steht an. Im steilen Gelände packt die gesamte Familie Niederbacher tatkräftig mit an. Deshalb planen wir schon ein bisschen, dass wir ein weniger Auftritte haben. Natürlich ist daheim mit zu helfen und das ist schon gern. Natürlich, da muss man zusammen helfen, ansonsten funktioniert es auch nicht. Ja, wir sind mit denen gross geworden. Wir haben von kleinen Augen schon mithelfen. Und für uns ist das eigentlich ja, selbstverständlich, dass man ein bisschen mithilft daheim. Um einen Bauernhof zu bewirtschaften, müssen Zeit und Arbeit investiert werden. In früheren Jahren, als Hans selbst noch viel als Musikant unterwegs war, war es vor allem die Aufgabe von Mama Paula, Haus und Hof zu pflegen. Und das ist auch meine Aufgabe gewesen, auf das alles zu schauen. Das ist alles auch nicht einfach geworden. Die Kinder sind auch total nicht klein geworden und denken, es ist nicht einfach geworden. Als wenn es genährt gespannt hat, nach der Arbeit kommen die Kinder und helfen uns alle. Und das müssen wir schon jemandem danken, dass wir alle zusammenhalten. Die Heuarbeit ist sehr viel wetterbedingt auch. Und man steht unter ziemlichem Zeitdruck auch. Wenn das Wetter mitspielt, dann muss man halt Gas geben und schauen, dass man es einbringt und hoffen, dass hält das Wetter. Ja. Wenn auch nicht das gesamte Heu eingebracht werden konnte, zum Wetterumbruch ist der Großteil geschafft. Ist die Pflicht getan, gesellt sich die Familie Niederbacher gerne zum Mühlbacher Wirt. Vor allem am Sonntag nach der Messe treffen sich die Dorfbewohner, um in fröhlicher Runde den Vormittag ausklingen zu lassen. Sind Manfred, Christina, Angelika und Andrea auch regelmäßig für Konzerte und Fernsehauftritte unterwegs. Im Dorfleben sind sie stark eingebunden. So engagieren sich die vier Geschwister auch bei den Mühlbacher Kirchensingern. Die gemeinsamen Proben finden in der Stube statt. Dabei singen sie alte, überlieferte Texte und Melodien. Die Kirchensinger bestehen praktisch hunderte von Jahren. Und ich bin 51 Jahre, als ich singe, und 20 Jahre leite sitz. Und davor war ein meiniger Verwandter, der Max Niederbacher, der hat da über 60 Jahre da gesungen und der geleitet hat das wenigstens 40 Jahre. Sowohl zur Sonntagsmesse als auch an großen Kirchenfeiertagen, wie etwa an Ostern, lassen die Kirchensinger diesen uralten Gesang erklingen. Das ist praktisch, mit einem anderen Chor kann ich es völlig nicht vergleichen, weil das ist praktisch etwas Extras. Wir haben keine Noten, die Melodien sind alle auswendig, ich habe mich fürs Buch angeschlagen, aber Noten gibt es bei uns keine, aber die Melodien kennen wir da auswendig. Ob bei den Kirchensinger in Mühlbach oder inmitten der Starwelt der volkstümlichen Musik. Für die Geschwister Niederbacher geht es um die Freude am Singen und Musizieren. Eine besonders aufregende Phase steht an, wenn die Formation eine neue CD produziert. Eine Zeit, die zunächst von intensiven Probenarbeiten geprägt ist, um im Tonstudio dann das optimale Zusammenspiel zu erreichen. Ganz wichtig ist die eigene Stilrichtung, was man muss machen. Das ist ganz wichtig. Eigene Lieder präsentieren, sonst läuft es nicht. Wenn man nachspielt im Konzerthall draußen in Deutschland, dann läuft das sicher nicht. Für uns ist Sell eigentlich
alle Maschinen Zeit, wenn wir dürfen ins Tonstudio fahren. Es steckt allerdings sehr viel Arbeit dahinter. Also mit Proben, mit Instudieren. Und wir singen dann alle gemeinsam und singen, weil wir uns einfach so gut vorbereiten, dass das einfach in einem Zug dann gelingt. Das jüngste Album »Manchmal schweigen auch die Berge« haben die vier ihrem Onkel Walter gewidmet. Ja, es ist ja so, dass wir ihn Onkel Walter verloren haben. Und der Onkel Walter, der war ein Teil unserer Familie. Mit ihm sind wir vier auch groß geworden. Und es war für uns einfach ein ganz, ganz großes Anliegen, noch einmal 12 alte Titel aus der ganz alten Zeit, also da sind wir wirklich in die 70er, 80er Jahre, wo sie gleich auf Schallplatten waren, noch einmal zur Ehre für ihn aufzunehmen. Wir vier haben einfach gesagt, den Titel, den widmen wir ihm, der ist für ihn geschrieben worden. Das war ihm so Herzensanliegen, einfach ihn in Erinnerung zu behalten. Grad vor, als hätten wir zusammen eben noch Musik gemacht. Hast wie die Sonne gestrahlt und klingende Bilder gemalt. Die Zeit war so schön, dein allerletztes Lied ist nun verhallt. Manchmal schweigen auch die Berge, weil sie traurig sind wie wir. Warten still auf einen Jodel und ein Heimatlied von dir. Doch der Glaube gibt uns Hoffnung, musstest du auch plötzlich hier. Doch am Ende unserer Tage wiedersehen. Dein Platz am Tisch, der bleibt leer. Du fehlst uns jeden Tag mehr. Dein gutes Herz, es bleibt nun stumm. Doch tausend Fragen quälen uns an jedem Tag so sehr. Hast wie die Sonne gestrahlt und klingende Bilder gemalt. Die Zeit war so schön, dein allerletztes Lied ist nun verhallt. Manchmal schweigen auch die Berge, weil sie traurig sind wie wir. Warten still auf einen Jodel und ein Heimatlied von dir. Doch der Glaube gibt uns Hoffnung, musstest du auch plötzlich hier. Doch am Ende unserer Tage wiedersehen. Doch der Glaube gibt uns Hoffnung, musstest du auch plötzlich hier.
der Welt der volkstümlichen Musik sind die Geschwister Niederbacher eine gefragte Gruppe. Sie sind Lieblinge zahlreicher Fans, die ihre Begeisterung bei Konzerten und mittels Fanpost bekunden. Sich ausreichend Zeit für ihre Fans zu nehmen, ist den vier Geschwistern dabei eine wichtige Angelegenheit. Ja, da mittlerweile kommen die Woche 2 bis 10 Briefe. Da eine gerne ein Autogramm, da eine schreibt eine Weihnachtskarte, da eine schreibt, wie es uns geht, da eine sagt, ich komme von Konzertfans und ja. Die schreiben jeden einzelnen zurück natürlich. Dann mache ich die Weihnachtskarten und die kriegen noch die Leute alle zurückgesendet. Also ich arbeite in einer Firma, wo wir praktisch Werbeartikel machen. Und ich bin selber Stickerei und Druckerei. Und ich besticke unsere Fanartikel alle. Oder beziehungsweise bedrucke sie. Das heißt auf T-Shirts Fotos drauf von uns. Oder Kaplan besticke mit unserem Logo. Oder Fanhemmer, oder Jacken. Die Sachen mache ich ja. Alle 2 Jahre, wenn das Open Air der Geschwister Niederbacher ansteht, ist dies ein wahrer Höhepunkt für Manfred, Christina, Angelika und Andrea. Es ist ihr persönliches Fest, das sie für Freunde und Fans veranstalten. Während auf dem Festgelände viel Rummel herrscht, steigt hinter den Kulissen die Spannung. Die Geschwister Niederbacher machen sich für ihren Auftritt bereit. Und mit den letzten Vorbereitungen wird schließlich auch die Nervosität spürbar. Sowohl das Management als auch Familienmitglieder sind dabei, um die Gruppe bei diesem wichtigen Auftritt zu unterstützen. Angelika, Thema Lampenfieber und Nervosität vor einem Auftritt. Wie geht's denn dir persönlich damit? Es ist eigentlich ein Gänsehautgefühl, wenn du heint warst, die Leute fahren von Elsass, von Frankreich, von Osten von Deutschland für uns daher. Tja, man muss wirklich sagen, wir haben ganz, ganz treue Fans. Und natürlich ist das einfach für die ganzen Auftritte ein Höhepunkt von den Geschwister Niederbacher, weil einfach ein Niederbacherfest das ist. Und ja, und da halten nach und nach alle Vereine zusammen, da halten sie alle zusammen und ziehen am gleichen Seil. Und dann ist das halt einfach eine tolle Sache. So, dann gelingt das Fest auch so nicht. Liebe Freunde der Volksmusik, nun ist es soweit. Begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus Ihre Lieblinge, Andrea. Angelika, Manfred und jetzt gute Unterhaltung mit den Geschwistern Niederbacher. Es ist mir um den Jodel eingebaut, über uns am Meer auf die alten Sachen blieben, auf unserem Stil. Das ist halt wichtig. Gell, wenn das eine passt, oder aus mir auf ein besonderes umsteigen, sind wir sicher den Erfolg immer. Ja, die alten Lieder im Stil der Niederbacher haben die Geschwister schließlich dazu veranlasst, ein Medley aufzunehmen. Und dieses hören wir zum Abschluss der Musikzeit. Eine Auswahl früherer, erfolgreicher Lieder der Geschwister Niederbacher. Sind wir Kinder der Berge zu Hause.
da kennen wir beide uns aus. Holla Ria, Hollio, Holla Hollio, meine Berge, mein Land. Holla Ria, Hollio, seid gegrüßt tausendmal. Spiel für euch Hornau.